Hallo, willkommen zurück zum Let's Play Subnautica. So, ja, ich bin direkt nach Westen gefahren, direkt nach Westen, und ich bin in ein Monstergebiet reingefahren. Bin sofort in ein Monstergebiet reingefahren. Es ist halt nicht zu fassen, dass direkt hier wieder irgend so ein eine komische Reaper-Sau hier rumfährt. So. Habe ich jetzt gerade eigentlich, ja, schon zum Teil mitgerechnet, aber irgendwie dann auch nicht. So. Ich wollte eigentlich, da hinten schwimmt da nämlich schon, ganz, ganz hinten, man gerade eben schon so ein bisschen gesehen. So, ja, hier ist diese Boje Nummer 3. Genau, diese, die hat, das hat sich, glaube ich, aus Notfalls, Gründen des Notfalls, hatte ich das so benannt. Rums, genau. Stellt sich dann die Frage, wie komme ich von hier aus weiter nach Westen, wenn hier nur noch Monster sind? Wie kommen wir da jetzt hin, wenn da nur noch Monster sind? Aber das ist hier so. Ich glaube, da hinten geht es richtig tief runter, ne? Ja. Da hinten geht es richtig tief runter. Wir müssen jetzt mal schauen, wo hier dieser Reaper jetzt rumeiert. Das war auf keinen Fall dem in die Hände fahren. Ich glaube, wir fahren da direkt rein gerade. Ne? Wenn ich hier lang fahre, dann fahre ich dem, glaube ich, direkt rein, oder? Ja, da ist er nämlich. Alter Fehler. Alter Finne, da ist er direkt. Da kommt man überhaupt nicht hin. Also nach, der Weg nach West-Südwest ist komplett versperrt. Von einem riesengroßen Vieh. An dem man auch nicht so einfach vorbeikommt. Aber ich habe ja nun mal schon eine Tauchtiefe von etwa 500 Meter. Das muss ja man ja mal irgendwo außen nutzen, wie ich finde. Warte mal, was war das da gerade schon wieder für eine Zauberei? Das war noch irgendein anderes Vieh. Und da ist eine Quarzgeode. So, hören wir jetzt dieses Monster noch? Haie, ne? Diese Sandhaie, die da rumschrabbeln. Dieses andere hässliche, komische, widerliche Vieh da unten. Wick, wick, wick. Zieht euch das rein. Die greifen, glaube ich, echt an gerade, ne? Kann das? Ja, die greifen an. Nicht zu fassen! So. Greifen halt tatsächlich an. Unglaublich. Hier unten ist noch eine. Hab ich dieses Wrack schon geplündert? Oder noch nicht? Geplündert oder noch nicht? Hm.
Fühlt sich so an, als hätte ich das nämlich noch nicht geplündert, weil hier unten drunter nämlich noch irgendwas ist. Was ist denn hier? Datenbox öffnen, Zyklop-Tiefmodul 1. Okay. Jawohl! Das haben wir nämlich noch nicht. Alter. Du Gruselteil, ne? Diese komische... Diese Grusel-Bieben-Dinger. Die hab ich richtig... Warte mal, ich brauche mal gerade kurz. 1584 Meter. Mal schnell ein Foto davon machen. Ich glaube, hier unten wird uns dann so schnell keiner finden, oder? Oder was ist das? Ja, natürlich, klar. Du natürlich. Das ist uns klar. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, niemand, ne? Bisschen Metallschrott. Blöde Zauberding da hinten. Ey, warte mal. Greift das Ding mich an? Ich glaube, das Ding greift mich an, oder? Hat das Ding mich gerade angegriffen? Was war das für ein Teil? Er haut ab da hinten? Was war das? Wo ist dieses Ding jetzt? Der kann sich beamen, oder? Mir gerade nicht sicher, was das Teil von mir will. Was? Da unten ist er nochmal. Der ist komisch. Der ist echt komisch. Da vorne ist auch noch so ein großes, gemeines Monsterding. Was ist hier hinten? Ich sehe schon wieder überhaupt nicht, wo diese ganzen Monster sind. Okay, pass auf. Je weiter ich nach Westen fahre, desto mehr von diesen komischen Oktopusteilen kommen irgendwie an. Mach dich weg, die sind so lästig, ne? Da ist ja noch einer! Alter! Der chillt da einfach so seine Pace. Oh, Leute, also nach Westen, wir sagen mal so, dass es nach Westen einfach nur viele, viele Monster gibt, ja? Dass es nach Westen hin einfach nur viele, viele Monster gibt. Freunde der Nacht. Ich würde gerne in dieses Wrack rein. Um ehrlich zu sein. Aber gerade, um es mal ganz klar zu verstehen, ist mir da auch echt, habe ich da echt ein Stück die Hose voll bei. Weil dieses spezielle eine Wrack da unten ist ja schon ein Stück härter verteidigt als so üblich, ne? Welcome aboard, Captain. Stellt sich aber die Frage, gibt's da einen Eingang? Oder dergleichen? Jetzt 10 Minuten Aufnahme, das heißt, wir könnten da rein. Nee. Da hinten sehe ich aber schon wieder unseren Kameraden. Der kommt auch direkt auf uns zu.
kommt auch direkt auf uns zu. Er schwebt und fährt direkt über dem Wrack da hinten. Ich komme zu dem Wrack gar nicht hin. Das ist jetzt im Allgemeinen keine so pralle Idee. Ich möchte da aber eigentlich mal hin. Freunde. Da, genau, da unten ist die Boje Nummer 3. Die wir so gesucht hatten. Zyklop-Tiefe Modul 2. Vergrößert die sichere Tauchtiefe deutlich nicht davor, obwohl den Zyklop noch gar nicht haben, aber... fährt auf jeden Fall irgendwo noch ein Vier. Ach, es ist gerade mein Ausrichter. So, meins. Ich glaube, hier höre ich gerade niemanden. Höre ich gerade niemanden am Arsch? Natürlich höre ich hier jemanden. Aber hier drüben höre ich niemanden. Ich weiß, dass wir hier schon einmal waren. Boah, ist das dunkel. Ja, lecko, Fanny. Alter, ist das dunkel. Dass ich da jetzt nicht irgendwie noch was vergessen habe oder so. Bloß das Licht auslassen. Ja genau, hier ist die Sonde, hier ist dieses Teil. Wo geht das hier her? Freunde, hier geht's irgendwo hin. Wie wo? Ach, schau an. Okay, warte. Kraftfeldsteuerung, Tafel einsetzen. Kraftfeldsteuerungskonsole. Okay. Ja, du bist ja oben. Oh Gott. Aber ich habe eine Reserve-Lampe dazu. Ich verpiss mich jetzt ganz schnell. Jetzt weiß ich, dass da eine Kraftfeldsteuerungskonsolengedöns drin ist. Ich glaube, wir hatten irgendwo auch schon eine von diesen komischen Platten gehabt. Ne? Ding Dong. Erstmal verziehen wir uns jetzt ein Stück. Aber gerade ist ja keiner in der Nähe, oder höre ich jetzt noch was? Nee. Das heißt, bei Boje Nummer 3 ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Bei Boje Nummer 3 ist irgendetwas Wichtiges. Die kleinen Fischis, die verschwinden alle, das ist okay. Nordwest, West. Wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, so weit bin ich noch nie von zu Hause weg gewesen. Noch so eine Knolle. Ja.
weiter geht's. Nord, Nordwest. Ich möchte aber tendenziell erstmal weiter nach Westen eigentlich. Oder nach unten. Hier ist sehr wenig. Wie weit bin ich jetzt entfernt? 1835 Meter bis zu Hause. Diese komischen Dinger, die will ich eigentlich nicht. Oh krass, wie viel sind das hier Untiefen? Freunde, hier geht's ja richtig ab. Komm ich im Sarge und Pfeffer überhaupt noch? Hier geht's richtig runter, zieht euch das rein. Hier geht's senkrecht runter. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Hier geht es, hier sind mega Untiefen bei 1943 Meter in nordwestliche Richtung. Ist auch gar nichts. Ist das Ende der Map? Irgendwie das Ende der Karte oder so? Was ich hier gefunden habe? Oder muss ich mir Sorgen machen? Also auf jeden Fall haben wir hier einen richtigen hammermäßig tiefen Abgrund gefunden. Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank. Kraterrand. Ey, du machst dich weg, ne? Adding report to databank, ja. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen das Licht aushabe mal, aber ich möchte diese merkwürdigen Oktopusteile, die sind mir sehr, sehr gruselig tatsächlich. Und es könnte eventuell vorkommen, dass ich die vielleicht mal stunne und danach, nach dem Stun irgendwie, also mit der Stun-Knarre und nach dem Stun mit der Stun-Knarre danach scanne oder so. So, es sind jetzt hier irgendwelche Viechers in der Nähe. Nee, ich glaube nicht, ne? Dann lass uns gerade mal lesen. So. Also erst, Oh, warte mal. Die zweite Flasche wieder aufladen. Das hätte ich ja fast vergessen. So, was haben wir jetzt hier? Was wird mir jetzt hier angezeigt? Warte mal. Doch hier irgendwie. Bla, 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 bla. Hä, wieso wird mir denn noch ein Bauplan angezeigt? Egal. Erreichen eine ökologisch tote Zone, Bericht zur Datenbank hinzugefügt. Genau. Fremde Daten, Daten aus Scans, Kraftwerk, Steuerkonsole. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten Technologie, wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Ja, das war diese Konsole gerade, genau. Die Energie wird über die Konsole zu nahegelegenen Kraftfeld geleitet. Die Technologie übersteigt alles, was der Föderation bisher bekannt ist, bei weitem. Dennoch scheint es wie ein normales Schloss zu funktionieren. Es benötigen die nur die richtige Art von Schlüssel. Ich glaube, wir haben eine Art Schlüssel am Start, aber ich weiß nicht, ob wir den richtigen Schlüssel haben. Kraterrand. Geologische Scans von diesem Gebiet zeigen einen steilen Abfall in jede Richtung. Haben wir gemerkt. Dies bestätigt die Theorie, dass die Aurora auf dem Rand eines Vulkankraters mit 2 Kilometer Durchmesser aufgeschlagen ist. Wahrscheinlich hat seit Jahrtausenden keinen Ausbruch mehr die Oberfläche erreicht, sodass das Ökosystem innerhalb des Kraters floriert. Aha. Die Ökologie des Grabens, der den Krater umgibt, unterstützt nur 2 Arten von Leben. Winzig die Mikroben und riesig wie Leviathane. Eine Erkundung wäre unklug. Okay. Ökologie des Grabens. Das heißt, ich sollte da nicht runter, weil es gibt entweder nur Mikroben oder Riesenviecher. Das heißt, es wäre schlau, da oben zu bleiben, will mir das Spiel damit sagen. Vielleicht ist das tatsächlich der Kartenrand, so, den ich da jetzt gerade gefunden habe. Hm.
Merkwürdige Sache. Merkwürdige Sache. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Wenn ich jetzt weiter in Richtung Norden fahre. Ist das wieder dieser Kraterrand? Ja, das ist wieder der Kraterrand. Dann, was passiert denn, wenn ich jetzt an diesem Kraterrand entlang fahre? Findet man dann irgendwas Wichtiges? Dann fahre ich wieder, dann fahre ich da wieder auf die Nummer 3 zu. Da fahre ich wieder auf Nummer 3 zu. Ich bin in der entgegengesetzten Richtung von der, die ich gerade war. Okay. Fahre also gerade wieder zurück. Da ist diese Aso. Das hier beginnt jetzt dieser Wald mit diesen Blutpflanzen, mit diesen Blutranken, genau. Der Blutrankenwald. Sonst noch irgendwas, was ich hier mampfen könnte? Musik? Welcome aboard, Captain. Warum ist die Musik plötzlich so gruselig? Da ist noch dieses. Du hast mich nicht gesehen, ne? Freunde. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich scheiß mir hier gleich die Hose. Ja, ich weiß auch wieso, weil da nämlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Wo ist die Heimat? Da ist lila Launöl. Das ist fast wie Heimat. Vermutete Degasi-Basis. Sowas noch, sowas wie eine andere unterirdische Höhle. Lass mich verarschen. Mach dich mal weg. Das ist die Blutrankenhöhle. Tatsächlich. Die Blutrankenhöhle. Name bearbeiten. Blutrankenhöhle. So, und da bin ich mir jetzt mal gespannt, was das jetzt wird. Sieht man das? Ja, sieht man. Oh, die ist aber noch gelb gefärbt. Warte mal. Obwohl, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die gelb gefärbt ist, weil... Die nächsten. Nächsten blöden Mistviecher überall. So. Was ist das da unten? Ja, Diamant und Uran, mache ich. Ist ein Deal. Aha, und da unten geht's also...
härtestens tief runter. Das hier ist nur so eine Oberhöhle, nehme ich mal an. Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. So, du haust ab, ne? Sehr schön. Haben wir diese tiefen Pilze überall? Diese Spinnenteile, die sind ja sowas von gruselig und widerlich, ne? Die sind ja sowas von gruselig und widerlich. Ich weiß nicht, ob ich da ganz runter will. Ich möchte eigentlich noch tiefer tauchen dürfen. Um da unten hin zu können. Warte mal, was ist das? Ist das... Ja, das ist Golderz. Ja, diese... Das sind diese... Die Teile da. Nee, das sind diese... Diese anderen Fisches. Tot? Tot. Ja, und da ist ein Riesenoktopus. Okay. Ein Riesenoktopus. Was ist hier? Aha. Hier ist auch so eine Höhle. Okay. Ja, die... Ja, 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 ja. Rums, rums, rums. Okay, hier geht's runter. Amtlich geht's hier runter. Das war so richtig. Du machst aber nichts, ne? Fängt nur irgendwie an zu gucken. Wollte er mich gerade schon angreifen? Ich weiß es nicht. Ich werde mal versuchen, mich noch ein bisschen defensiver zu verhalten. So. Außer wenn ich Hunger habe. Weil, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Nahrung 23 ist niemals zu viel. Ja, super. Hab ich auch nicht vor. Dankeschön. So. Okay, das ist hier dann also der Blutrangwald. Und es fühlt sich so an, als würde man hier in dem Blutrangwald dann auch mal weiterkommen in Sachen... Story und so weiter, weil hier geht's richtig tief runter. Und offiziell heißt es ja noch, wir sollen hier eigentlich von dem Planeten entkommen und gleichzeitig unsere Seuche heilen. Und dieser Bart Torgal von der Degasi, den wir in der Lila Laune Höhle getroffen haben, wo einfach die Degasi Basis steht. Dieser Bart Torgal, der hat das schon teilweise so ein bisschen abgeleuchtet. Der weiß schon was. Der weiß schon was, ja. Was machen die da? Die kloppen sich gegenseitig. Okay, das können sie von mir aus machen. Solange wir euch nicht mit mir kloppt, ne? Solange könnt ihr das ruhig... das könnt ihr das ruhig alles machen. Das ist absolut kein Ding. So, das ist dann absolut kein Ding, genau. Okay, ja, war eine coole Mission, eigentlich. Fand ich richtig, richtig gut. So. Hier spratzelt noch irgendeiner rum, den ich gar nicht wissen will. Wo spratzelt er rum? Da unten spratzelt er rum, alles klar. Nee, dann werde ich mich, glaube ich, mal wieder auf die Socken nach Hause machen und mal schauen, ob jetzt irgendwie noch mal das Telefon klingelt zu Hause. Das wird man dann sehen. Ja, wir haben eine ganze Menge an Wissen jetzt mitgenommen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir 2 Kilometer laufen müssen.
um drüben in diesen, in diese Blutrankenhöhlen zu kommen. Und da wird es dann, würde ich mal schätzen, auch dann noch weitergehen. Irgendwie so. Ich weiß allerdings nicht genau, inwiefern es da weitergeht und was dann so ja im Wesentlichen das so große Ziel ist. Es wäre noch ein Versuch wert, dass ich jetzt mal zu Hause diese komische, diese Schalltafel finde, die wir dann mal, die ich da irgendwo gefunden habe. Und wir versuchen mal damit das Kraftfeld zu durchbrechen. So. Das wäre noch so eine Sache, die ich mir dann ganz gut vorstellen könnte. Zusätzlich könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, da unten in der Höhle Barboje Nummer 3 einen kleinen Vorrat einzubauen. Nämlich mit einer Atemkoralle ein bisschen was und ein bisschen was zu essen. Damit, wenn man da runtertaucht, heimlich, ohne ein U-Boot, weil ich möchte das U-Boot an der Stelle nicht draußen stehen lassen, weil wir haben ja gesehen, da schwimmt oben dann der Reaper rum. Das blöde Monster. Und das Monster, ich will nicht, dass das Monster den Sergeant Pepper frisst einfach. So, deswegen parken wir mit dem Sergeant Pepper ein bisschen außerhalb. Nee. Und schwimmen dann da manuell hin, weil uns manuell sind wir zu klein und zu unscheinbar, um als dass das irgendwo ins Gewicht fallen würde. So, alles klar. Ich werde mich jetzt versorgen und ein bisschen noch so Reparaturen machen und all sowas. Mal schauen, was wir nächste Folge so alles erleben werden. Und mal schauen, ob jetzt gleich wieder das Telefon klingelt vielleicht. Ich bin gespannt darauf, mal ein bisschen die Story weiterzumachen. Bis denn. Tschüss.